Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Hier bei Explore RP, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, eigentlich wollte man in der Folge ja einen Denneren weitermachen. Ich habe aber nochmal kurz umdisponiert. Wir sind wieder in Honlys und hier muss noch irgendwas sein. Irgendwas haben wir hier noch vergessen oder müssen es jetzt erledigen, was vorher nicht ging. Und deswegen schauen wir uns mal ganz kurz um. Vielleicht eine ominöse Tür, die wir jetzt öffnen können, was vorher nicht ging. Irgendwas looten, was wir übersehen haben. Ich weiß es nicht. Deswegen nochmal kurz Looky Looky machen. Wir haben ja damals unseren Golem hier gefunden. Von daher schauen wir nochmal. Auf der Karte wird es mir noch als gelb angezeigt und bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass dies halt bedeutet, dass hier noch irgendwas ist. Unerledigt. Wird geladen. Aber hier war dieses komische Labor, ne? Okay. Nein, da wollen wir nicht runterspringen. Dämonensekret. Pfui. Irgendwas, was wir vielleicht noch anklicken können, lesen müssen. Da gehen wir gleich runter. Dann machen wir erstmal den Weg. Vielleicht gab es hier ja auch Respawn oder die dunkle Brut hat. Was ist denn hier los? Habe ich das denn alles nicht mitgenommen? Wie ihr meint. So ein bisschen am Frankensteins Labor hier. Hier scheint nichts zu sein. Hier können wir Schach spielen. Sehr schön. Da sind wir rein. Okay, dann gehen wir da nochmal rein. Dann gehen wir den anderen Gang lang. Das ewig brennende Feuer. Na komm. Rein da. Hier unten, was wir übersehen haben. Rübenkeller. Sicherheitseinrichtung. Haben wir hier verkackt? War das ein Rätsel, was wir nicht gelöst hatten? Können wir denn jetzt hier noch irgendwas anklicken? Schaden.
wir können nichts machen. Ich weiß nicht, ob wir das damals hier geklärt haben. Aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Okay, dann schauen wir uns draußen ein bisschen um. Ich kann mich echt nicht dran erinnern an das Rätsel da unten. Aber in Anbetracht der Lage, dass wir da nichts resetten können oder so, denke ich mal, wir haben es gelöst. Wo ging's raus? So, von da unten sind wir gekommen. Erschienen, wie auch immer. Stand ja damals unser Golem-Freund. Okay, kann so nicht durchgehen. Kann nicht mal springen. Wilhelms Keller, von da sind wir gerade eben rausgekommen, ne? Ja. Ja, dann keine Ahnung, was das Spiel noch von uns will. Wir können irgendwo mehr reingehen, wir können nichts looten, wir können gar nichts machen. Also wenn hier noch irgendwas ist, kein Plan. Da kommen wir ja nicht hoch, ne? Kommen wir irgendwie zu dieser Windmühle. Na mal eben schauen. Hab da schon mal einen kleinen Weg übersehen. Ist ja möglich. Oder auch nicht. Ich gehe nochmal kurz rein und schaue auf die Karte. Vielleicht gibt uns einen Hinweis irgendwo. Ein X, wo er sagt, da musste hin. Lager, Rübenkeller, Arbeitszimmer, Grundwasserleitung, Sicherheitseinrichtung, Bibliothek, Brennerei, Weinkeller, Barriereraum. Nein. Wir hauen ab. Dann bleibt dieses Rätsel für ewig ein Rätsel. Gut, wir gehen nach Dennerim. Was mir wieder persönlich sehr viel Angst bereitet, aber gut. Hashtag Spielabsturz, Hashtag kein Spaß. Da kommen wir ja auch nicht hin, ne? Wir können jetzt höchstens hier raus. Siehst du? Gelb. Ein abgelegenes Dorf in den alten Golem aus seiner Aktivierung wartet. Das haben wir ja gemacht. Genau wie das hier oben, da weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Ja, gut. Kommen wir eigentlich nochmal nach Lothering. Dorf Redcliffe. Kerker Redcliffe. Nach Lothering kommen wir nicht mehr, ne? Karawane. Flüchtlinge. Grenzbereich des Brasilienwaldes. Wir kommen ja da nicht mehr hin. Haven, ja, da wartet ja auch noch eine kleine Überraschung auf uns. Irgendwann mal. Wir wollten nach Dennerim. Wo ist Dennerim? Ich hab schon verdrängt. Dennerim. Wir werden zwischendurch bestimmt wieder angegriffen. Ich hoffe nicht, dass diese Trends wieder auftauchen. Diese lebenden Bäume, weil die hauen uns instant down. Kommen wir so durch? Okay. F5. Ja, dann schauen wir mal. Wir müssen in die Schenke.
Ich weiß nicht, ob der Magier-Fifi hier steht. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und ein... Jawohl. Quest beenden. Der Kunde ist äußerst zufrieden. Kommt bald wieder. Mein Gott. Und schon Spielabsturz? Ernsthaft? Ne, wir kommen noch raus aus der Nummer. Glück gehabt. War da noch was gerade? Kirche. Ja, da kommen wir ja nicht rein. Wir sollen doch noch mit Leuten reden. In Dennerin. Mal ein bisschen drauf achten. Tors? Achso, ja stimmt, dass der Aal ja jetzt drin. Der Arlt, zu dem müssen wir. Hallo. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsana. Klatsch mal. Kommen wir jetzt hier mittlerweile rein? Das Gesindeviertel ist geschlossen. Geht weiter. Ja, da müssen wir noch rein. Gesindeviertel. Bei dem die Elfen. Die Verstoßenen. Ja. Ja. Das war ja. Ich hasse es. Übrigens mein Desktop. Wo haben wir abgespeichert? Haben wir? Ich hoffe, wir haben. Doch, wir haben in Dennerin direkt abgespeichert, ne? Und wieder Spielabsturz. Okay, ich muss den Rechner neu starten, weil sonst läuft das hier nicht. Dann wird es eine relativ kurze Folge. Sorry dafür. Ich werde jetzt zwischen den Folgen jetzt offline gucken, dass wir da irgendwie mich durchwurschte, bis es dann wieder ansatzweise gut läuft. Und dann müssen wir storymäßig halt ein bisschen überspringen. Sorry dafür, aber geht nicht anders. Du siehst es ja. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst, und sage Tschüss, demnächst, bye bye und ciao, ciao.